Lilo, heute beschließen wir mal, oder schließen wir besser gesagt ab, unsere kleine Linux-Weltreise durch die Welt der verschiedenen Linux-Distros, wobei ich diese Serie eigentlich streng genommen unendlich lang weiterführen kann, zumindest verdammt lang weiterführen könnte, nicht nur entlang dieser Distros, die hier drauf sind. Wir gehen heute mal mit PortToys 2.0 XFCE die letzte Runde, obwohl hier noch mehr Distros drauf sind. Aber dieses soll jetzt mal das letzte sein, das wir uns jetzt mal in dieser Serie anschauen. Und weil dieses System ein völlig anderes Konzept hat wie die anderen, denke ich, das ist ganz gut geeignet, hier diese Serie zu beschließen, damit ich wieder zum Normalzustand meines Kanals zurückkehren kann, den gleichen Quatsch wie immer machen kann. Gut, danach haben wir so ziemlich alles gesehen, was es so an verschiedenen Distros gibt, und es gibt dann immer wieder Überraschungen, zum Beispiel wie bei diesem. Gut, ein optisch sehr gelungener Desktop, wie ich finde, ne? Also sofort, als das so gestartet ist, habe ich gedacht, boah, zu Hause, ne? Ja, da sind wir auch schon daheim. Home, ne? Home. Und da gibt's auch einen Desktop und wunderbar, ne? Alles ist aufgeräumt, ich muss nicht erst irgendwas einrichten, alles hat gleich die richtige Größe. Auch die Symbole gefielen mir sofort so auf Anhieb. Sehr schön. Was haben wir denn hier? About. Funa haben wir hier als Dateimanager, ne? Haben wir bei XFCE. Meistens, ne, haben wir keinen Nautilus und haben wir keinen Dolphin, sondern Funa. Was hier besonders ist, ist die Art und Weise, wie man hier neue Programme installiert. Das ist hier ganz anders. Aber schauen wir uns erstmal den Rest an. Gut, Rechtsklick, Desktop Settings, ne? Gut. Ein XFCE-System kann ich mir andere Hintergründe einrichten. Entweder eine Image-Liste oder ein einzelnes Image. Die Helligkeit und Kontrast einrichten. Hier alles noch in Englisch. Icons, ne, die Größe, ob ich hier ein Home- oder Trash-Icon haben will oder nicht. Wie groß die Icons sein sollen, kann ich hier frei einstellen. Alles sehr schön gemacht. Gut. Dann habe ich hier ein Terminal. Was haben wir denn überhaupt für ein Terminal hier drin? Baut. Läuft übrigens sehr, sehr fix. Ne? Also wer also ein schnelles, stabiles System sucht, für den ist dieses PortToys sehr gut geeignet. Ne? Sehr gut. Schauen wir uns gleich mal an. XFCE Terminal haben wir hier drin. Und wir haben hier, ich gebe mal wie immer Uname -a Unix Name ein. Sehen wir das Kernel, ne? Der Kern aller Linux-Systeme ist das Kernel. 3.7.8, also ein recht aktuelles Kernel. Gut, gehen wir mal mit cd etc in den Ordner, wo wir solche Dinge finden, wie zum Beispiel die OS-Release. Gehen wir mal ls cut os-release und wir finden dort einen Hinweis auf Slackware. Ne? Slackware, eine andere Art und Weise mal Dinge zu installieren. Könnt ihr auch mal unter slackware.com gucken. Hier geht's nämlich ganz anders zur Sache, ganz anderes. Ah, gut, schauen wir aber erstmal hier rein. Wir haben Firefox. Firefox, welche Version? Haben wir bei den anderen auch gemacht. Hier ist direkt DuckDuckGo im SSL-Modus. Als Suchmaschine vorinstalliert, ne? Hier für die kleine Suchfenster Einstellungen, ne? Man kann jedes beliebige andere Suchmaschine einstellen, finde ich gut. Help. Was haben wir denn für den Firefox? 18.02 und hier kann man gleich nach Updates suchen, ne? Kennt man wahrscheinlich eher von Windows her, dieses Verfahren. Auch daran erkennen wir, hier geht's ein bisschen anders zur Sache. Bis dahin alles wunderbar. So, RAN-Programm, da könnte ich ein Programm ausführen, Einstellungen, Access, ne, also wenn jetzt einer irgendwie eine Behinderung hat, der kann sich da noch Erleichterung verschaffen, Erscheinungsbild, Maus, Keyboard, Netzwerkverbindungen, Benachrichtigungen, Kalendereinstellungen, wie das Panel eingestellt werden soll, das finde ich übrigens auch ganz pfiffig gemacht, Appearance, da kann man zum Beispiel den Alpha, ne, den Alpha-Modus, das ist so, ja, wie durchsichtig das so werden soll, ne? So schon und so. Und beim Verlassen, dass es nicht mehr hundertprozentig sichtbar ist, sondern zum Beispiel nur noch 24%
sichtbar und beim Überfahren des Panels, dass es wieder komplett sichtbar ist. So kann man das so ein bisschen ausblenden. Finde ich nett, diese Möglichkeit. Internet, Firefox haben wir, Transmission und Ähnliches. Was fehlt hier? Ist ein E-Mail-Programm. Ich rede gar nicht mehr drüber. Audacious haben wir hier als Musikspieler. Finde ich sehr gut. Benutze ich gerne. Da gibt's auch einen Winamp-Modus. Müsst ihr mal testen. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Gnome Player. Burner, ein CD-Brennprogramm und Ähnliches. Sehr schön, alles schon dabei. Office haben wir hier nicht. Das LibreOffice drin kann man sich gegebenenfalls nachinstallieren. Und da wären wir jetzt eigentlich schon beim Installieren, aber das zeige ich jetzt gleich mal später. So, jetzt gibt's noch einen Super-User-Mode, Thuna oder Terminal. FAQ, ne, wie man was macht. Find Files. So, gut, jetzt wollen wir mal gucken. Hier oben hat's ein pfiffiges Symbolchen. Das ist nämlich das, wo die Kuh das Wasser lässt. Ganz anderer Paketmanager, ganz andere Art und Weise, Pakete zu installieren. Wir kennen die Möglichkeit mit sudo apt-get install was zu installieren, ne? Unter Debian oder Ubuntu, das haben wir hier nicht. Ne? Es gibt auch keine RPMs oder Ähnliches, ne? Oder wie bei den anderen Betriebssystemen, separate Programmelchen, dass da was anders draufkommt. Hier muss man sich erstmal einen Ordner aussuchen, der außerhalb von Root und von Home liegt. Das ist jetzt ganz ungewöhnlich, ne? Am besten einer, der auf einem Medium liegt, das auch erhalten bleibt. Das hier ist eine Live-CD. Wäre zum Beispiel ein USB-Stick gut geeignet. Dort landen Module und deshalb nennen wir jetzt den Ordner auch mal Module. So, Module. Was sind Module? Wir werden nicht sehen, was Module sind. Okay. Jetzt sagen wir okay. Da rein kommen hinterher unsere Pakete, die wir installieren, und diese Pakete, die landen dort als einzelne Module, einzelne Modulchen. Modul Database was successfully updated, wurde erfolgreich aktualisiert. Gut, Current Storage sieht man hier unten, Module, dem Pfad, den ich da angelegt habe. Das heißt, wenn ich was Neues dazu mache, dann bleibt das Originalbetriebssystem so, wie es ist. Ja, das ist sehr schön, ne? Ist nicht wie bei Ubuntu, dass ich dann die Programme wild irgendwie über das Betriebssystem verteilen, mehr oder weniger. Gerade bei Metapaketen gibt es dann schon mal Probleme, wieder etwas loszuwerden. Hier gibt es einen extra Ordner Module und da landen die Programme. Mache ich das mal, ne? Search Slackware, ne? Man sieht, hier gibt es verschiedene Quellen. Ich könnte mich aus Debian-Quellen auch bedienen, aber wir nehmen jetzt mal Slackware. Suche Slackware. Yes or no? Yes. Wohin uns das führt, werden wir gleich sehen. Ich habe verschiedene Programme mal probiert. Thunderbird, E-Mail-Programm findet man zum Beispiel. GIMP gibt's auch, hatte ich aber nicht zum Laufen gekriegt, weiß ich nicht warum. Vielleicht wegen der Live-CD, dass ich da ein bisschen zu wenig Speicherplatz habe, kann ich nicht genau sagen. Weil das wird alles ins RAM ausgelagert hier. Über die Live-CD wäre vielleicht besser, wenn man wirklich einen externen USB-Stick nehmen würde oder eine externe Festplatte, so dass die Programme, die man sich nachinstalliert, ja, in meinem Ordner Module, dass die vielleicht gar nicht hier auf der lokalen Platte oder hier im RAM liegen, sondern irgendwo auf einem physischen Speicher. Gut, kann ich hier in der virtuellen Maschine schlecht machen, müsste man dann auf dem richtigen Rechner mal richtig testen. So, nachdem dieser Modulordner also vorbereitet ist und die Programme Pakete, die Paketquellen sich aktualisiert haben, können wir dann was suchen. Wir werden gleich schon sehen, was wir davon haben. Wir haben also, bevor ich da jetzt lange warte, hier unserem Home-Ordner, da liegt nichts, ne? Dann haben wir unser Dateisystem und, ne? Also wir sind hier ganz quasi im obersten Verzeichnis und da haben wir unseren Module-Ordner. Da liegt jetzt zum Beispiel diese Database, die sich da runtergeladen hat als Modul. Module kann man mit Doppelklick aktivieren. Das hat sich wohl schon aktiviert, hier ausnahmsweise mal selber. Normalerweise muss man das per Doppelklick machen. Gut, ich suche jetzt mal ein Modul, das klein ist, damit es nicht zu lange dauert hier im Video. Wir sehen, Slackware 14 ist die Quelle quasi.
Top, suche ich jetzt mal. Das ist einfach ein Programmchen, mit dem ich die Prozessauslastung sehen kann. H-Top, da sieht man die Beschreibung. So. Und ich klicke an Konvertiere nach dem Herunterladen. Ist wichtig, ne? Damit das Ding zu diesem Betriebssystem kompatiblen Modul wird. Sag ich Download Now. Gut. Konvertieren, H-Top. Jetzt kann ich mir das nochmal angucken. So, nachdem es konvertiert ist, wir kennen ja hier oben diese Liste hier, ne? Jetzt suche ich das Programm einsortieren. Wo gehört es denn dazu? Könnte ich zum Beispiel zu System hinzufügen? Creating Modul. Gut, das Modul ist, H-Top ist im Pfad Module. Sehen wir da. Gut. Jetzt kann ich dieses Installationsprogramm wegmachen. Das Modul wurde runtergeladen und konvertiert, so dass es zu meinem Betriebssystem passt, ist aber noch nicht aktiviert. Ja, gut. Doppelklick hier drauf. Well done. Jetzt ist das Modul aktiviert und erst dann, genau erst dann, erscheint es hier oben in der Liste der installierten Programme, und zwar da, wo wir es hinzugefügt haben, ne? Nämlich hier. Hier ist mein H-Top, das war vorher nicht da. Und so installiert man Programme, ne? Sehr schön, ganz interessantes System. Ja, man kann die Module auch wieder ausschalten, ne? Gut, die CPU sehen wir hier, die dümpelt bei 3-4% rum. Ist alles sehr schnell, das Ganze. Finde ich sehr, sehr gut. H-Top ist so ein Prozessmonitor, ne? Der ist jetzt ziemlich klein von der Dateigröße zum Runterladen. Da ging das fix und konnte ich jetzt gut hier zeigen. Gut, was passiert, wenn ich jetzt irgendwann mal H-Top gar nicht mehr das Modul haben will? Das Modul, H-Top, Doppelklick drauf, ist schon aktiviert. Wollen wir es wieder deaktivieren? Jetzt sagen wir, yes. So. Das Modul ist deaktiviert, ja, und erscheint deshalb auch nicht mehr in der Systemliste. Jetzt ist es wieder fort. So. Doppelklick. Jetzt ist aktiviert, ne? Jetzt ist aktiviert. Liegt wieder im Arbeitsspeicher, System, und ist H-Top wieder da. Sehr interessantes System, ne? Und alles in einer Datei, in einer komprimierten Datei. Hier 49,2 Kilobyte, weil H-Top sehr leichtgewichtig ist und ist dann modular hier ablegbar. Nun könnte ich auch in dieser Form dann an einen nächsten Rechner, der genauso ist wie dieser hier, übergeben. Nun könnte ich mal rüber kopieren. Das ist doch höchst interessant, dieses System, also diese Modulbauweise. Kann ich also mal wärmstens empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Wer zum Beispiel, wie gesagt, auch bei Linux, Ubuntu, Debian es leid ist, dass sich zum Beispiel Metapakete nur noch schwer deinstallieren lassen, der einen leichtgewichtigen Fenstermanager, der schön aussieht, nach meinem Geschmack, ne, schön so ein bisschen bunt, ne, passt alles sofort von der Größe, wunderbar. Buttons auf der rechten Seite, aktuelleres Kernel, alles fix und man kann eigentlich gar nicht viel verkehrt machen. Das Einzige, wo man sich dran gewöhnt, muss, ist halt die Art und Weise, wie man die Programme installiert. Aber hat man sich daran gewöhnt und will man vielleicht sowieso nur Firefox und E-Mail, und dann kann man sich das E-Mail oder das Thunderbird nachinstallieren mit dem Package Manager und schon ist man glücklich. Gut, ich hoffe, ich habe euch mit meiner kleinen Serie, die wir jetzt mal beenden, ganz glücklich gemacht. PC Welt Linux hier in dem Sinne, und zum Abschluss mal vielen Dank, ne? Die haben ein sehr schönes Ding gebastelt. Diesmal waren sehr, sehr viele interessante Sachen drauf. Und übrigens Hinweis, das Heft, das Magazin, kommt jetzt mittlerweile alle 2 Monate raus. Sonst kam das, glaube ich, nur alle 3 Monate raus. Die Linux-Community wird größer, ne? Und jetzt lohnt sich's auch für solche Hersteller von so CDs, DVDs da mal öfter eine Auflage rauszubringen. Ne? Je mehr ihr da so guckt, finde ich sehr nett. Vielen Dank. Ich habe das Abo so schon seit Urzeiten. Ich glaube seit den 90er Jahren. Damals PC-Welt, jetzt Linux-Welt. Gut. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.